Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, hier fliegen. Achso, nur so nochmal. Heilpflanze! Hier gibt's Heilpflanzen, nice. So, ich frage mich eigentlich, sind wir schon stark genug gegen Vargs oder werden wir. Da sind wieder die Untoten. Ich weiß nicht, ob. Gegen die sind wir nicht stark genug. Gegen die Untoten. Dunkelpilze. Aber wir haben doch jetzt auch. Wir hatten auch mal irgendwann eine Aufgabe bekommen gehabt, hier zum Kloster zu gehen oder so, glaube ich. So mussten da. Spruchrolle, Trank. Grobes Breitschwert, Lederbeutel, Spruchrolle. Okay. Hier gibt es aber viel. Sehr viel zum Sammeln. Wie konnte ich das immer übersehen? Stimmt, ich bin ja auch nie hier hingegangen wegen dem Irrlicht. Den wir jetzt endlich mal ausschalten konnten. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier. Mussten wir nicht mal zum Kloster oder so? Nee, ich glaube nicht. 32 Ingame-Tage sind wir hier auch schon unterwegs. Aber das Let's Play wird dann wahrscheinlich länger dauern. Nicht so wie Starfield. Das wird wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich 1000 Folgen sein. Bei mir. Wenn alleine schon heißt, das Spiel fängt erst richtig an nach 200 Spielstunden. Dann habe ich da schon ein bisschen Angst. Dann habe ich da ein bisschen Respekt bei Starfield. Boah, aber ich habe schon Ideen auf jeden Fall, wie ich da mein Schiff hier bauen werde. Ich weiß jetzt aber noch nicht, ob man die auch umbenennen kann. Wahrscheinlich, wenn diese Folge hier rauskommt, weiß ich das schon längst. Habe ich das schon rausgefunden, ob man das benennen kann oder nicht. Ich glaube, dahin zu gehen wäre keine gute Idee. Weil da gibt es viele Untote, viele Vargs. Gegen Vargs traue ich mich noch nicht. Aber wir gehen mal zum Kloster. Vielleicht können wir da schon irgendwie was machen. Irgendwie mit denen reden, Erfahrungspunkte nochmal sammeln. Nochmal ein bisschen stärker werden. Die Problematik, die ich sehe, ist, dass wir wirklich wahrscheinlich nicht drüber hinwegkommen, mit den Orks zu reden. Zu reden, zu kämpfen gegen die Orks. Hier ist noch ein Dunkelpilz. Weil wir momentan einfach noch nicht stark genug sind. Aber hier gibt es wahrscheinlich auch 6 Kapitel. Und ja, hier immer diese Geknister. Ich könnte aber auch mal schauen, ob wir vielleicht stark genug sind gegen die Banditen da jetzt. Ich speichere da vorher, bevor wir da gegen die kämpfen. Aber die Banditen, die da oben sind. Wir haben ja einen Lederbeutel eingesammelt. Was ist in dem Lederbeutel drin? Wo ist denn das Lederbeutel? Ein Keilerfeld. Hier, Olafs, ein Lederbeutel. 25 Gold. Was passiert, wenn wir hier Steintafel der Stärke? Das kann ich nicht lesen. Okay, Steintafel der Zweihandkampfes. Das kann ich nicht lesen. Steintafel der Magie? Das kann ich nicht lesen. Ich muss lesen lernen, okay. Ja. Ich würde aber. Ich speichere hier einmal, weil wir jetzt gerade hier sind. Und sehe zu, dass wir da hinten. Vielleicht gegen die Banditen mal antreten. Vielleicht kriegen wir es endlich hin. Wir haben ja ein bisschen jetzt einen Zweihänder investiert. Also nochmal 10 Stufen nochmal aufgestiegen. 10 Level. Jetzt bist du dran. Ja, komm. Das Okay, war's für dich, Penner. Nicht speichern, sondern laden.
Ich mache das vielleicht mal beim Speichern lieber so, dass ich hier, wenn ich immer aus Versehen... aus Versehen mich verklicke. Dass ich immer einen habe, wo ich immer safe bin. Wird aber dann vielleicht damit gegen die nochmal antreten. Dass ich den ersten vielleicht damit erstmal fertig mache. Da ist ein Baum im Weg, ja? Komm. Ich sehe auch gar nicht. Wir können vielleicht es schaffen, einen nach dem anderen kaputt zu kriegen oder so. Jetzt bin ich eben ganz kurz konzentriert. Nee, das wird so nix. Ich muss wirklich einen nach dem anderen da weglocken. Töten. Jetzt bist du dran. Ja, komm. Schnell. Hallo. Ja, renn so schnell wie du kannst. Okay, einer ist noch hinter uns her. Ja, renn so schnell wie du kannst. Nein. Okay. Ist nicht so gut gelaufen. Aber wir können schon hinkriegen. Wir kriegen das schon hin. Die sind jetzt mittlerweile nicht mehr so stark. Wir locken einen nach dem anderen an. Und machen die dann platt. Das funktioniert wenigstens. Die laufen uns ja hinterher. Jetzt bist du dran. So, jetzt kommen die. Bleib stehen, du Lump! Okay. Einer wird mir reichen. Ich mach dich fertig. Okay. Sind halt zu zweit. Ah, nein. Ja. Degen der Banditen. Nehmen wir alles mit. Der hatte wieder Sumpfkraut. Okay, gut, das haben wir hingekriegt. Den Apfel gönnen wir uns. Echter Seemannskrog. Den, ich habe so das Gefühl, das ist ein... hier. Erstmal das. Die Heilpflanzen nochmal. Die Heilkräuter auch. Achso, das gibt Mana. Er sieht das Falsche hier. So Dunkelpilzen. Hab jetzt aus Versehen das, was Mana gibt, gefressen. So, Snapperkraut, Dauer 15 Sekunden. Sumpfkraut, Feldknöterich. Komm, bisschen Fleisch können wir auch noch essen. Und dann können wir einmal hier drauf speichern. Und hier. Wir sind ja schon weit genug. Dann haben wir 1 und 2 immer
So als Save Point, falls wir uns verklicken. Können wir jetzt uns um die nächsten kümmern? Ich mach dich fertig. So, die sind jetzt hinter uns, ja? Ich hoffe, es bleibt auch nur einer hinter uns gleich. Maximal zwei. Ja, renn so schnell wie du kannst! Ja, okay, jetzt kommen die immer noch zu dritt. Jetzt. Das gefällt mir jetzt gerade gar nicht, dass. Die sollen ja, jetzt bitte. Renn so schnell wie du kannst! Ja, einer. Okay. Einer geht. Nein, komm. Ja, komm. Ja, wir haben es geschafft. Wegen der Banditen, nice. So, alles erstmal einsammeln. Jo, ach, einen Stein dafür hatte der auch noch. Nichts zu plündern. Das waren ja drei. Nichts zu holen. Okay, nice. Okay, dafür können wir aber uns mal zwei von denen gönnen. Haben wir uns verdient. Können wir auch speichern. So, Speicherstand 1 und die 2. Dann ist 3 immer so als Safe-Dingens. Das will jetzt der Kollege von mir. Ah, hier, die Dunkelpilze. Und das Buddlerfleisch. Warum heißt das eigentlich Buddlerfleisch? So. Dann ist da nur noch einer übrig, glaube ich. Jetzt bist du dran. Nice. Alter, der hat auch noch mal so eine Steintafel. Wir haben das hier jetzt geschafft. Wir haben das jetzt Degen der Banditen. Okay, hier sind sehr viele Schwerter, aber warum kann ich die nicht einsammeln? Blauflieder. Eine Säge. Ah, okay, da fallen wir runter, wenn wir jetzt hier runtergehen. Aber nice, wir haben die Brücke befreit. So, wie viel fehlt uns jetzt für die nächste Stufe? Noch immer mehr als genug. Aber die Brücke ist frei. Dann ist jetzt nur noch die Frage, was hatte ich jetzt eigentlich vorgehabt? Ich bin ja jetzt nicht grundlos hierhin zurückgelaufen. Irgendwas wollte ich doch. Ich hab's nur vergessen. So, egal. Dann gehen wir trotzdem nochmal zurück nach Corinus. Können wir jetzt vielleicht eigentlich mit Lord Hagen reden, nachdem wir mit Lilia gesprochen hatten? Können wir ja gleich rausfinden. Das interessiert mich auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal. Ich vermisse das Abrollen beim Springen. Den könnten wir ja eigentlich mieten, aber will ich das? Wir haben ja auch wieder Sachen zum Verkaufen. Können wir ihr verkaufen? Ah, da bist du ja wieder. Ja, ich hab hier, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, die hat hier...
Essenz der Heilung hat sie. Das gibt... warte, das gibt einen Geschicklichkeitsbonus. Goblinbären. Jetzt haben wir aber kein Geld mehr. So, okay, aber wir haben hier eine Stabkeule. Dann hier grobes Breitschwert. Die grobes Kriegsbeil. Degen. Noch mehr Degen der Banditen. Rostiges Schwert. Spitzhacke. Behalten wir erstmal. So, dann den Bogen. Gibt auch Lebensenergie-Bonus, Mana-Bonus. Ach, warte mal, das eine gibt ja kein... Das gibt nur ein Leben, okay. Teleport. Mittlere Wunden heilen, leichte Wunden heilen, schwere Wunden heilen haben wir wieder. Wir haben auch so viele Steintafeln. Wir müssen lernen, wie man die Dingens hier... wie man die benutzt. Goldbrocken. Sumpfkraut behalten wir jetzt dieses Mal. Olafs Beutel. Ein kleiner Schlüssel öffnet das Tor am Pass. Und wir haben wieder Rohstahl. Das heißt, wir können nochmal jetzt 250 Gold verdienen. So, und hier. Und Belia sprach zu einem weiteren Wesen. Aber Adanos ließ die... Warte mal, hat er auch wieder Rohstahl? Ich hoffe, er hat wieder Rohstahl. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte... Er hat... Aber... Okay, dreimal Stängel Sumpfkraut. Komm, ich hole mir die wieder. Können wir noch vielleicht für irgendwas gebrauchen? Harad, da musst du einmal weg. Das wird gerade benutzt, ist mir egal. Ich muss da ran. Harad, geh weg. Harad. Aber okay, wir haben, was die Drachenangriffe angeht, etwas Neues bekommen. Können wir hier ihm davon erzählen. Und wir können den hier nochmal fragen. Vielleicht hat er ja eine neue Karte. Zeig mir deine Karten. Landkarte von Korin, Stadtkarte von Korin. Karte der Heiligen Schreine. Nee. Ich glaube. Komm später nochmal wieder. Dann habe ich's. Ja. Das ist nicht das, was ich brauche. Gavel. Hier. Hey. Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den Pelz und du fragst nach dem Hafen? Ich wollte ja nur. Ja, das kennen wir. Das größte Problem, das, um ehrlich zu sein. Okay, wir können ihm nichts Neues sagen. Ihn müssen wir. Ah ne, das Jack hier, Laras, müssen wir ja noch irgendwie was organisieren. Es wird auch schon wieder dunkel. Wir gehen einmal schlafen. Dann würde ich gleich auch mal schauen, dass wir vielleicht... Stimmt, wir wollten ja zum Kloster, das habe ich vergessen. Zum Kloster wollten wir. Da müssen wir hin. Genau. Zu weit entfernt. Du bist zum nächsten Morgen schlafen. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. Nice. So, Amboss. Gewöhnliche Waffe schmieden. Edles Schwert. Hier, Harad. Hey, du. Da bist du ja. So, ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Ich will meine Gut. So. Nice. Nochmal ein bisschen Geld bekommen. Jetzt auf zum Kloster. Das hatte ich die ganze Zeit vorgehabt, weil ich gedacht hatte, da müssen wir hin. So, Stadtwache. Warte mal, wir haben ja
einen Degen mit den Initialen F an irgendwen verkauft, an Sarah bestimmt. Wir können doch bestimmt den einen Dude früher oder später nochmal anschwärzen, weil wir ihm ja nur eine Waffe verkauft, zurückgegeben hatten, als Beweismaterial. Und das wird noch viel schlimmer. Und wenn wir die eine Quest für ihn noch erledigt haben, wie es im Minental aussieht, und uns dann die Waffe zurückholen von Sarah, glaube ich. Sarah hatten wir die wahrscheinlich verkauft. Und dann zu den Paladinen gehen. Könnten wir vielleicht ihn nochmal bei den Paladinen anschwärzen, Kopfgeld für ihn kassieren und haben trotzdem, was ihn angeht, alle Quests erledigt, erfüllt. Gehe ich mal von aus. Also, ich gehe von aus, dass es so dann am einfachsten wird. Wir gehen mal oben rum, durch die Brücke. Jetzt, wo es frei ist, wo wir das endlich geschafft haben hier, würde ich gerne da durchgehen. Wenn die Banditen da jetzt nicht mehr sind. Es sei denn, die sind gerespawnt, aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, die sind nicht da. Die sind auch nicht mehr da. Boah, das ist ein Segen, dass die nicht mehr da sind. Nice. Jetzt können wir hier einfach durchlatschen, durchmarschieren. Ohne Sorgen, ohne Kummer. Das gefällt mir. Das gefällt mir so viel, viel lieber. So, aber jetzt einmal in Richtung Kloster. So, zum Kloster, genau, hier entlang. Stimmt, für den einen Dude mussten wir auch da hinten irgendwo irgendwas finden. Eine Armbrust, glaube ich, war das. Und da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob wir... Wir können hier auch einmal kurz beten gehen. Machen wir aber das dieses Mal mit einem 100er. Vielleicht kriegen wir wieder was für den Bereich Stärke. Oder Geschicklichkeit. Wie viel Geschicklichkeit haben wir? Geschick 22, Stärke ist aber immerhin 75. So. Hier war doch, glaube ich, Saturas, oder wie der hieß. An dem Tempel, genau. Iskarot. Nein, das war Iskarot. Saturas war, glaube ich, da hinten, noch drinne. Boah, wie die Musik sich ändert jetzt, wenn wir hier rumlaufen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, wenn man hier runterfällt, was passiert da? Boah, die Musik. Und kommen wir von da unten eigentlich auch raus? So, quatschen wir mal mit ihm. Pedro. Was muss ich tun, um im Kloster aufgenommen zu werden? Frage ich einfach mal. Was muss ich tun, um im Kloster aufgenommen zu werden? Die Aufnahme ins Kloster bleibt dir verwehrt. Du hast dich bereits für einen Weg entschieden. Was? Welche Regeln habt ihr euch auferlegt? Welche Regeln habt ihr euch auferlegt? Innos ist der Gott der Wahrheit und des Gesetzes. Daher dürfen wir niemals lügen oder ein Verbrechen begehen. Solltest du dich an einem Bruder der Gemeinschaft oder an unserem Eigentum vergehen, so wirst du eine Strafe dafür bezahlen. Innos ist ebenso der Gott der Herrschaft und des Feuers. Als Novize hast du allen Magiern des Feuers Gehorsam und Respekt entgegenzubringen. Aha. Ferner ja, wollte ich mir raus, ist es die Pflicht der Novizen, alle Arbeiten im Kloster zum Wohle der Gemeinschaft zu erledigen. Mhm.
Was, wenn ich jetzt sage, ich möchte Novize werden? Ich möchte Novize werden. Du hast dich bereits für deinen Weg entschieden. Der Weg der Magie bleibt dir verschlossen. Okay, also ich kann hier nicht mehr rein. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Warte mal, bevor wir speichern nochmal. Nur um sicher zu gehen. Ich gucke mal, ob wir ihn klauen können. Den lieben Pedro. Wie beklaut man jemanden? Wie begeht man Taschendiebstahl? Wie macht man das? Was muss ich drücken? Achso, Taschendiebstahl habe ich nicht gelernt. Okay. Ja. Okay, aber wenigstens können wir schleichen. So, dann können wir eigentlich mal nach der Armbrust suchen gehen oder so. Wenn wir jetzt hier erstmal wieder unterwegs sind. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir stärker werden. Weil gegen die Orks, das ist noch ein bisschen zu heftig. Wenn wir jetzt da irgendwie an den vorbei müssen und die aber nicht bekämpfen können. Also Stärke brauchen wir definitiv und besseren Zweihandwaffen. Und wir müssen zusehen, dass wir vielleicht mehr Geld für eine bessere Rüstung kriegen. Beziehungsweise allgemein eine bessere Rüstung kriegen, denn das ist ja jetzt die Mittelschwere, die wir hier haben, oder? Genau, die mittlere Söldnerrüstung. Aber ich hätte gerne eine schwere Variante davon. Liegt da vorne was? So ein Kraut oder so? Feldknöterich, nice. So, genau, für Dragomir mussten wir ja... Kannst du mir was beibringen? Bevor ich dir was beibringe, musst du erst mal geschickter werden. Ah, okay. Bei ihm muss ich erst mal Geschick lernen, bevor ich was beigebracht bekomme. So, aber bevor wir hier weitergehen, speichere ich einmal. Hier müssten wir jetzt auch eigentlich einigermaßen schon so weit sein, dass wir kämpfen können, hier überleben können. Aber ich würde das auch hier in der nächsten Folge machen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und bleibt schmutzig. Ciao.